Ja, ich darf Sie alle ganz herzlich zu unserem diesjährigen Herbstforum hier im Willy-Brandt-Haus begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Wir hatten weit über 300 Anmeldungen und eine lange Warteliste von Interessenten, denen wir zum Teil leider absagen mussten. Wir greifen, so sind wir sicher, ein aktuelles Thema auf, das ökonomisch, sozial und gesellschaftspolitisch von großer Bedeutung ist und die Menschen umtreibt und die Politik beschäftigt. Kaum ein Monat vergeht, ohne dass nicht neue Analysen und Forschungsberichte zur Ungleichheit und ihren sozialökonomischen und politischen Konsequenzen erscheinen. Das WSI, Sie wissen das, hat selbst eine lange Tradition der kritischen Forschung zur Ungleichheit von Einkommens- und Lebensverhältnissen. In unserem heute vorgelegten aktuellen Verteilungsbericht haben wir insbesondere den aktuellen Rand der Verteilungsentwicklung unter die Lupe genommen und kommen bei der Analyse der aktuellsten verfügbaren Zahlen zu dem Ergebnis, trotz Aufschwung, trotz Verbesserung der Lage am Arbeitsmarkt geht die Einkommensungleichheit nicht zurück und die Einkommensmobilität und damit die soziale Mobilität hat sich in den letzten Jahren erkennbar verschlechtert. Wir wollen aber auf diesem Herbstforum das Thema der Ungleichheit noch weiter aufspannen, denn die sich verfestigende soziale Ungleichheit in Deutschland hat viele Gesichter. Sie manifestiert sich natürlich ganz offenkundig bei der Verteilung von Einkommen und Vermögen. Auf dem Arbeitsmarkt verzeichnen wir aber auch gleichzeitig einen stark gewachsenen Anteil von atypischer und häufig prekärer Beschäftigung. Die Erosion des alten Normalarbeitsverhältnisses schreitet kontinuierlich fort mit all den problematischen Konsequenzen für die soziale Sicherung. Und die Ungleichheit geht in ihren Folgewirkungen auch noch deutlich über diese Bereiche hinaus. Ungleichheit und soziale Abstiegsängste untergraben zugleich die politische Stabilität und gefährden auch, wie wir auf diesem Herbstforum auch noch hören werden, die demokratische Teilhabe. Mit diesem Herbstforum wollen wir eine kritische Bestandsaufnahme leisten und der Frage nachgehen, wie die Politik diesen Entwicklungen entgegenwirken kann. Welche sozialstaatlichen politischen Maßnahmen können das zunehmende Auseinanderdriften von Lebensbedingungen aufhalten? Welche Umverteilungsmaßnahmen sind nötig, um die wachsende Spaltung zu begrenzen? Und wie kann die Politik der Verunsicherung begegnen, die sich aufgrund dieser Entwicklungen gerade in der Mitte der Gesellschaft ausbreitet? Und nicht zuletzt die Frage, wie fügt sich das deutsche Bild in das europäische Umfeld ein? Nehmen wir da eine Sonderstellung ein? Gibt es Parallelitäten? Gibt es Dinge, die wir von anderen Ländern in dieser Frage lernen können? Wir werden diese Fragen hier im Plenum und in 6 parallelen Panels aufgreifen. Und wir freuen uns sehr, dass eine Vielzahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland unserer Einladung gefolgt sind und dass sie bereit sind, hier ihre Forschungsergebnisse vorzustellen. Wir werden sie mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten aus Gewerkschaften, Verbänden und Politik diskutieren. Und ich bin sicher, wir werden spannende Vorträge und Diskussionen erleben und erhoffe mir vielfältige Anregungen für unsere weitere wissenschaftliche Arbeit, aber natürlich auch für konkrete Maßnahmen für die politische Gestaltung. Wir starten jetzt hier im Plenum mit 2 Vorträgen. Zu Beginn hören wir den Vortrag von Professor Dr. Brigitte Unger zum Thema gesellschaftliche Spaltung als ein mehrdimensionales Problem. Und wir werden anschließend den Keynote-Vortrag hören von Professor Dr. Martin Seeleib-Kaiser von der Oxford University, der der Frage nachgehen wird, stehen wir vor dem Ende des deutschen Modells. Anschließend haben wir dann Gelegenheit zur Diskussion beider Vorträge. Und wie gesagt, wir starten mit Brigitte Unger. Brigitte Unger war in den vergangenen 4 Jahren wissenschaftliche Direktorin des WSI. Sie ist vor kurzem aus dem WSI ausgeschieden und wird sich jetzt wieder verstärkt ihrer Forschung an der Universität Utrecht widmen.
Bis eine Nachfolgerin bestimmt ist, hat der Vorstand der Hans-Böckler-Stiftung Gustav Horn den jetzigen wissenschaftlichen Direktor des IMK zum kommissarischen Direktor des WSI ernannt. Er ist aber aus terminlichen Gründen leider heute hier nicht dabei. Wir freuen uns in jedem Fall, dass wir unsere ehemalige Direktorin Brigitte Unger hier zu Gast haben und dass sie noch einmal auf dem WSI-Herbstforum den Einleitungsvortrag hält. Liebe Brigitte, du hast das Wort.